Servus Friedl, Friedl Kanzilias. Also man trifft auch Legenden am Tennisplatz heutzutage. Er hat schon 15 Jahre nicht gespielt, aber... Das ist korrekt, ja. Also da kommen wieder Muskeln ins Spiel, die man gemeint hat, die hat man nicht mehr. Genau Friedl, so ist es, ja. Du bist auch ein Golfer, Hobbygolfer, spielst von einem Handicap momentan. Ich spiele momentan 7,6. 7,6, ja. Also es ist auch eine Lust und eine Lebensweise geworden für dich. Das ist eigentlich meine Sportphilosophie schlechthin jetzt, seit 20 Jahren. Und ich bin verliebt in das Golfspielen, weiß aber, wie schwer es ist. Und habe mir in der letzten Zeit eigentlich viel leichter getan, weil ich ohne Emotionen spiele. Ich habe zuerst vom Fußball heraus im Golf mit so vielen Emotionen gespielt, die ich jetzt abgelegt habe, und jetzt gelingt es mir, bessere Runden zu spielen. Super. Weißt du, wenn man länger spielt und so, da hat man, das sind Schläge, die man einfach nicht mag und Schläge, die man mag. Was ist dein Lieblingsschlag, den du hast? Mein Lieblingsschlag ist eigentlich der Driver und dann Eisen 9, so von 100, 110 Meter ins Grün. Da schlage ich lieber ein Einer-Eisen wie ein Pitching-Wedge und sind eigentlich meine Lieblingsschläger. So, du hast das Gefühl voll in der Hand. So. Richtig, ja, ich spiele eigentlich ein relativ gutes, kurzes Spiel. Was mich ein bisschen hat, sind meistens die zweiten Schläge so von 150, 160 Meter aus Grün. Da tue ich ein bisschen schwer, weil ich eigentlich nie weiß, was ich für Eisen nehmen soll. Oft bin ich zu lang, oft bin ich zu kurz, da weiß ich nicht, soll ich von 150 Meter ein 7-Eisen spielen, ein 6-Eisen spielen. Aber also mit deinem kurzen Spiel, dann hast du es dann sowieso zum Stock. Genau, ich triff dann zwar das Grün nicht von 150 Meter, aber mit Chip, Putt immer dabei. Das, ja. Fußball, deine alten Tage. Du bist ja eine Legende, ein Tormann in Österreich. Ja, wie viele Caps hast du gehabt in deinem Karriere? Ich habe 84 Länderspiele gehabt und zwei Weltmeisterschaften, 82 und 78. Sind die Weltmeisterschaften deine Highlights gewesen im Fußball? Sicher kann man sagen, dass die Weltmeisterschaften Highlights waren. Bei mir war aber was besonders Schönes. 79, ein Jahr nach der Weltmeisterschaft in Argentinien, haben wir gespielt. Argentinien ging am Rest der Welt mit der Weltauswahl. Und eigentlich Einberufung in eine Weltauswahl, das war mein Highlight in meiner Karriere. Das ist eine super Auszeichnung. Du reist du auch? Hast du Golfdestinationen, die du gerne anreisen würdest? Jetzt in letzter Zeit eigentlich nicht mehr. Ich fahre sonst immer mit unseren Freunden nach Teneriffa. Bin schon 8 oder 9 Mal in Teneriffa. Früher habe ich immer in Thailand gespielt. So 3-4 Wochen. Jetzt habe ich zwar kleine Kinder. Ja. Auf meine alten Tagen, jetzt kann ich im Moment nicht reisen. Wenn du einen Spieler hättest, mit dem du gerne eine Runde spielen würdest, irgendwen in der Welt, wen würdest du nehmen? Mir gefällt. Eigentlich würde ich gerne mit Ernie Els spielen, der Vijay Singh oder Ernie Els sind meine zwei Lieblingsspieler, ja. Weil das Charisma, das die haben, die Atmosphäre, die beim Golfspiel haben, mir geht es nicht so sehr, jeder wird sagen Tiger Woods oder mit irgendeinem Großen. Oder ich würde ja gerne mit einem Alten spielen, so wie Arnold Palmer oder mit so einem, die ja im Golf Legenden sind. Super, vielleicht kriegen wir es mal hin eines Tages. Ich war einmal in Amerika und ich hätte mit dem Jack Nicklaus spielen dürfen, eine Runde. Habe aber damals ganz schlecht Golf gespielt und habe mich geniert, mit ihm auf eine Runde zu gehen. Da habe ich gerade Handicap 36 und war es so, dass ich gesagt habe, nein, mit dem spiele ich nicht. Es war eine Einladung von einem Österreicher, der in New York ist, der mit dem Jack Nicklaus sehr gut ist und der hätte mich zusammengebracht. Leider ist das nicht zustande gekommen, oder Gott sei Dank. Na gut, also dann, wir wünschen dir alles Gute für dein Golfleben und für deine Zukunft und hoffen, dass wir dich mal sehen auf der Tour. Super, danke.